Hallo mein Rambas, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit einem Replay und zwar von einem der wohl optisch spannendsten Panzer aufgrund seiner Tarnung derzeit, den M46 Patton KR, und gespielt wird Fischerwucht. Er ist hier mit seinem 8er Top Tier, 8er, 7er, 6er Gefecht. So gesehen, die Chancen für ein gutes Gefecht sind definitiv gegeben. Und ich kann euch schon sagen, das wird eine sensationelle Runde. Ich bin selber sehr gespannt, wie er sie spielen wird. Auf jeden Fall hat er ordentlich Kohle an Bord. Also für die Crew ist gesorgt, ein Kommandant, der auf seine Kollegen achtet. Sehr schön, sehr lobenswert. Das finde ich toll. So, er fährt die 1er Zweierlinie direkt ab. Oh, Entschuldigung, falsche Taste. Ich wollte die 1 drücken, die Maustaste 1. So, jetzt sehen wir nämlich seine Sicht. Und hier wird direkt mal runtergerommelt. Er ist nicht wirklich der Spieler, der scheinbar hinten stehen bleibt, sondern nein, ganz im Gegenteil. Er geht gleich mal vor an die Front. Da der STA, da hinten der Mutz. Also hier kriegt er schon mal die Gegner rein. Der STA-2 gibt da gleich ordentlich Gas. Aber noch keinen verwertbaren Schaden. Also noch ist er hier ein bisschen zögerlich, weil dahinter ist natürlich einiges. Jetzt vielleicht probiert er das gerade sogar jetzt mal. Aber nee, der STA, der schaut genau auf ihn und dann wird er gekettet. Könnte nur... Und, ah, jetzt kann er's, jetzt kann er. Ja, genau. Und jetzt will der Mutz da umfahren, so wie das aussieht. Jetzt... Oh, jetzt, ja, sehr schön, da sieht man mal... Das, ja, hat der Mutz und die Physik, was die so alles mitbringt. Das heißt, nur mal so mal schnell eben easy peasy rum und dann ums Eck. Das geht nicht mehr. Also, schöne Demonstration der neuen Physik. Vielen Dank an dieser Stelle. Da der FV. Der... Carnarvon kommt da jetzt auch noch rum. Also er hat hier auf jeden Fall gut zu tun. Ja. Also, das ist... Also ein paar schöne neue Sachen hat der Fetch noch auf jeden Fall mitgebracht. Kann man sagen, wie es ist. So, und jetzt wird er umfahren. Und... Munitionslager ist weg und der Turm liegt einfach mal nebendran. So, jetzt da der FV, der da wieder kommt. Der zieht sich jetzt aber natürlich folgerichtig wieder zurück. Und der Chito. Der bekommt jetzt auch nochmal eine rein. Nächster Kill. Ah, bisschen daneben. Hinten die Arti offen. Die wird jetzt natürlich als erster gefokust. Arti hat hier den Funker rausgenommen. Was ein A-Loch. Aber egal. So, und jetzt. Oh, jetzt drückt er aber auf den FV. Und jetzt mit dem nächsten Schuss nimmt er den raus. Und ja, weg ist er. Und da ist ein dicker Max, der verschießt. Und er nimmt auch den raus, macht seinen Krieger klar. So, also die 1er-2er-Linie
Da war er auf jeden Fall fleißig. Da ist ein Komet. So, und nochmal einen drauf. Hinten ist schon einiges in seinem Cap. Aber erstmal muss der Komet raus. Und jetzt muss er wieder zurück. Der KR ist auch wirklich ein guter Panzer, also der ist definitiv einer, den ich auch selber empfehlen würde und mir auch den Kauf, wo ich nicht bereut habe. Ah, leider hier kein Durchschlag. Jetzt ist er weg. Auf den T-32 kommt er nicht drauf. Muss er dahin? T-34 steht zwar weit weg, aber 534 Meter ist machbar. Schießt nochmal blind dahin. So, das muss noch nicht hier ein Stress passieren. Noch haben da alle Zeit der Welt. Habe ich eigentlich so gedacht. Aber langsam wird es vielleicht doch ein bisschen enger. Ja, Ding ist raus, T-32. Und jetzt der auch weg. So, man hat gesehen, auch da wurde der Decap erledigt. Und scheinbar nochmal, aber nur die Kette, wie man sieht. Hitpoints hat er noch, 13-13. 6 Kills hat er. 2 wären noch sehr schön. Ne, der war wohl nix. Also der erweist sich jetzt als hartnäckig, der T-34. Oh, neben denen ploppt auf einmal der Type auf. Nein! Das war natürlich ärgerlich. Den orientiert er sich jetzt scheinbar um. Oder bleibt er doch? Jetzt hat er eigentlich eine ganz schöne Stelle gefunden. Man konnte hier jetzt auch mal durchschlagen. Und nochmal. Und noch so einer und er ist weg. Er bewegt sich auch schon gar nicht. Weil er irgendwie weiß, okay. Ansonsten macht es der Jagdpanther. Jetzt hat der T-34 den Jagdpanther rausgenommen. Er den T-34. Und jetzt last but not least der Type gegen ihn hier. One on one. Hart, aber fair. Und er nimmt ihn direkt raus. Kann nichts machen. 8 Kills, 6000 Schaden, 2100 unterstützt. Unterm Strich 100.000 netto rausbekommen, trotz Premium-Schuss. Definitiv mein Replay of the Week. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Man hat auch viel vom Patch gesehen. Kuriose Szenen, so soll es sein. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da. Euer Alcaramba. Das hat sich gereimt.